Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei I Am Future. Wir haben das letzte Mal den Ding hier angefangen, diesen Krypto- und Biogenerator. Also Kryptominer haben wir schon aufgebaut, den Biogenerator haben wir zumindest angerissen. Und da fehlen uns natürlich noch ein paar Sachen dafür. Und die müssen wir heute herstellen. Und ich muss mal gucken, ob ich die Teile habe für das Ding hier. Aber so wie es ausschaut, habe ich zumindest ein bisschen was davon. Das ist ja auch schon mal gut. Dann können wir nämlich diese Presse auch noch aufbauen. Wenn es klappt, schauen wir mal. So, jetzt wollte ich noch mal gucken. Wir brauchen nämlich eine Matrix. Die Matrix haben wir die Teile schon einstecken. Und wir brauchen zweimal Metallblech. Da muss ich jetzt allerdings mal gucken, wo ich das herbekomme. So, zack. Wir müssen uns halt mal umgucken, weil hier waren ja auch noch einige Sachen, die nicht zerlegt wurden. Hier muss ich mal gucken, ob ich da irgendwie vorbeikomme, weil es ist ein bisschen komisch, dass ich hier nicht rüberkomme. Ich müsste eigentlich da hinten, denke ich, nee, komme ich nicht. Ist okay. Irgendwann müssen wir auf jeden Fall hier rüber und ich bin mal gespannt, wann wir diese Pflanzen da entfernen können. Kann ich dich schon entfernen? Oh, dich kann ich entfernen. Das ist natürlich gut. Aber wir kommen hier nicht rüber, ne? Das ist das Einzige. So, nehmen wir mal die Bohlen mit. Aber wir brauchen... Achso, ich habe gar keinen Platz mehr, ne? Schauen wir mal hoch. Eventuell haben wir hier noch irgendwas oder ganz da oben. Jedenfalls, ich habe schon wieder Hunger. Vielleicht schaffen wir es, dass wir den Salat herstellen. Das wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Chemikalienfester Injektor, den müssen wir noch... Da braucht man Hammer. New Life. Ne, gerade aktuell... Ah, Salat. Können wir gleich mitnehmen. Dann können wir... Also ich hoffe es zumindest mal. Vielleicht können wir dann tatsächlich den letzten Salat noch herstellen. Da haben wir noch mal Blüten. Da haben wir noch mal Beeren. So, die Sachen kommen natürlich dann erst einmal noch da rein. Weil bevor wir den Kaffee auch kaufen können, dauert es natürlich noch ein bisschen, weil wir ja Geld dafür brauchen. Und wenn ich da schon einkaufen gehe, dann bitte richtig. Schleim haben wir jetzt recht viel. Das ist auch gut. Ja, aber zwei Bleche brauchen wir noch, ne? Wo kriege ich jetzt die Bleche her? Da fliegt dir doch das Blech weg, sagt man, ne? Gut, da brauchen wir Stahlsäge, da brauchen wir den Hammer. Okay, dann schauen wir mal. Vielleicht gehen wir auch runter zum Angeln. Das wäre, glaube ich, auch nicht verkehrt. Aber jetzt möchte ich erst einmal gucken, dass wir die Sachen herstellen. Wir brauchen Blume, wir brauchen Salat, wir brauchen Biomasse. Ich glaube, das war's. Dann können wir uns noch mal Marmelade herstellen und vielleicht noch einen Pilzspieß. Pilzspieß wäre jetzt auch nicht schlecht. Hauptsache, wir kriegen ein paar Punkte. Jawohl, einmal Salat, cool. Dann gebackene Pilze. Wir können die Marmelade herstellen, zweimal. Und kräftige Suppe können wir machen, weil wir haben jetzt den Salat. Noch irgendwas? Nö, das war's jetzt erst einmal. So, wir essen die Heidelbeermarmelade. Und wir essen... Wo seid ihr? Nicht der Salat. Hier, die gebackenen Pilze essen wir auch noch. Und wir essen noch was von der kräftigen Suppe. Wir essen alles, ist in Ordnung. Dann sind wir aber auch wieder voll. So, lass mal gucken. Wir haben jetzt halt 4, 5 Stück. Yes. Und zwar hier den einfachen Hammer. Dankeschön. So. Neuer Entwurf freigeschaltet. Verstärkter Hammer. Yes, jetzt haben wir auf jeden Fall mal den einfachen Hammer. Zum Zerlegen von Konstruktionen mit roher Gewalt. Das Hauptwerkzeug im Hammerwettbewerb, einem für den sozialen Aufstieg wichtigen Events in Cosmopolis. Offiziell wurden die Champions als Wachen für Unternehmen angeheuert, aber die Rebellen behaupteten, dass sie in die Minen geschickt wurden. Ja, das behaupten die Rebellen.
und wir werden es nie wissen, was passiert ist. So, wir sind auf jeden Fall essenstechnisch wieder voll. Das freut mich schon mal. Weil das geht mir nämlich ein bisschen auf den Wecker hier mit dem Essen. Aber das ist bei vielen Spielen so, wo es Survival ist. Ne? Gucken wir doch mal, was wir sogar für den verstärkten Hammer brauchen. Weil da fehlen uns einfach noch die Metallkonstruktionen. Hier fehlt uns das Stahlsägeblatt. Chemikalienfester Injektor fehlt uns die Fiole. Verstärkten, ja okay, und bei verstärkten Hammer fehlt uns dann das da noch, alles klar. Also können wir da jetzt halt im Moment nichts machen. Da kommt auch nichts. Dann holen wir uns mal noch die Sachen, die wir ernten können. Tja, und dann schauen wir mal. Uns fehlen halt die zwei Bleche, ne? Ist hier noch irgendwo ein Eisen, was ich zerlegen kann? Metallsäge. Vielleicht habe ich da noch Metallblech. Ne, ist Bohle. Das sind auch nur Hölzer. Das setzen wir uns eh nicht hin, also können wir das alles zerstören. Ich habe jetzt gehofft, dass ich da ein Eisen bekomme. Da ist sonst nichts. Metallsägen. Vielleicht hier? Ne, das waren nur Metallteile. Okay. Nee. Das ist nix. Wir könnten mal an den Tisch gucken, ob wir noch irgendwas erforschen können, weil wir gerade das Zeug hier einstecken haben. Der Strommast Nummer 3. So, dann haben wir den auch schon. Ist in Ordnung, was bräuchten wir denn zum Herkonstruktion verbessern? Schaumstoffplatten und Batterien. Alles klar. Nee, wir brauchen Bleche. Ha! Hammer. Hammer benutzen. Okay. Da kriegen wir Holz raus. Bohren. Vielleicht können wir ja die großen Dinger zerlegen, dass wir auch nach unten können. Ne, da brauchen wir eine leistungsfähige Bohrmaschine. Da sind auch nur Bohlen. Okay. Die Dinger, wie gesagt, die sind ja voll. Ich lege jetzt einmal eins hier neben das Feuer. So. Wo kriege ich jetzt Eisen her? Weil hier liegt nämlich sonst nichts mehr. Das sind Altmetallteile wahrscheinlich, ja. Da kann ich nichts machen. Das können wir ernten. Ist gut, wenn wir die Stahlkonstruktionen da irgendwann mal wegbekommen. Flüssigkeit. Da kriegen wir so ein Dingensen hier, so eine Matrix. Okay, dann haben wir nochmal Holz. Dann schauen wir mal nach oben, weil vielleicht finde ich da noch Metall. Stahlsäge. Da können wir nochmal so eine Matrix herbekommen. Okay, ansonsten ist da nichts mehr. Das ist eine Pflanze. Das Ding können wir zerlegen. Okay, nee, das wächst gerade. Das Fragezeichen ist unten, ne? Ja, das ist unten. Muss ich mal gucken, wie ich da hinkomme. Da muss ich hier wahrscheinlich drüber.
Okay, ansonsten ist hier nichts. Da haben wir wieder solche komischen Kräuter. Noch was? Da noch? Au! Ja, ouch. Aber ich wollte jetzt das Spray nicht verwenden. Nee, da kommen wir auf jeden Fall nicht drüber. Die Hölzer lassen wir liegen. Pilze, danke. Weil wir haben nämlich schon wieder die Hälfte weg vom Essen. Also wenn es mich irgendwann nervt, dann stelle ich das ab. So ehrlich bin ich. Weil ich möchte hier oben rumwerkeln und nicht die ganze Zeit mich um Kochen kümmern. Achso, schicke Bohrteile im Angebot. 9 Teile könnte ich meinen Bohrer für. Das wollte ich eigentlich machen, ne? Aber ich habe noch nicht genug Münzen. Wo bekomme ich jetzt halt aber allerdings Bleche, ist das Problem, ne? Ah, wir könnten unsere Drohne mal fliegen lassen. Mal gucken, ob wir da irgendwas finden. Halt, da muss ich daher. So, wir holen uns erst einmal die Recycling-Sachen. Viermal Altmetall, wunderbar. Bisschen Kunststoff. Verlassene Unterkunft. Oh, da kriegen wir einen Wasserkocher, das ist gut. Jetzt habe ich... Ja, einen Platz habe ich noch, ne? Abgestürztes Flugzeug haben wir. Dann schauen wir doch mal zum Stan. Gucken wir einfach mal, was der jetzt hat. Endlich ein Kunde. Und ich dachte schon, ich würde diese Woche gar keinen Gewinn mehr machen. Oder diesen Monat. Oder dieses Jahr. Oder bis meine Batterie leer ist. Übrigens habe ich frisch meine Preise gesenkt. Zu jedem Kauf gibt es ein gratis Danke. Also greif zu. Wer bist du? Früher war ich mal Steuerberater bei Unicorp. Täglich habe ich davon geträumt, ein kleines Antiquitätengeschäft zu eröffnen. Was für ein Glück, dass heutzutage jeder Gegenstand antik ist. Eine normale Mikrowelle oder ein Wasserkocher sind ihr Gewicht in Gold wert. Ich hätte nie gedacht, dass mein Traum mal so wahr wird. Woher bekommst du die Produkte? Ach, ich habe jede Menge Lieferanten. Manche Sachen finde ich im Wasser, andere liegen einfach herum. Aber meine kleinen gefiederten Freunde bringen mir die wertvollsten Sachen. Sie stehlen für ihr Leben ganz glänzende Sachen. Ich lasse sie dann rein, damit sie sich aufwärmen können. Das finde ich fair. Okay, schauen wir mal. Handeln. Wir brauchen den Bohrersatz. Wir bräuchten eigentlich einiges, aber wie ihr seht, die Kosten sind einfach etwas zu hoch. Wir haben gerade mal 70 U-Coins, mehr haben wir nicht. Das Ding brauchen wir für den Roboter, kann ich mir jetzt halt auch noch nicht leisten. Die Wasserpumpe ist ganz gut, um Wasser nach oben zu pumpen, habe ich noch nie verwendet. Also kenne ich mich nicht aus und wir müssen ja Kaffeesamen auch kaufen. Also aktuell, wie gesagt, geht gar nichts. Ansonsten beim Flugzeug, wie gesagt, kann man nichts mehr machen. Wir können eigentlich nur jeden Tag die Drohne dann losstecken und die Sachen vom Strand holen, das Altmetall und so. Jetzt hoffe ich mal, dass ich hier oben noch irgendwie zwei Bleche habe. Ansonsten muss ich mir was überlegen. Vielleicht müssten wir dann irgendwas zerlegen. Das würde ich ungern tun, aber wenn es nicht anders geht, dann leider nicht. Ach so, ja, die Sachen, die habe ich ja jetzt halt einstecken, ne? Genau, und die, den Karton, den tragen wir. Jetzt gucke ich nur mal ganz kurz. Hier ist... Nee, hier ist nichts weiter. Ich kann hier kein Blech oder sowas irgendwo finden. Das heißt, ich müsste doch vielleicht eine Kiste nochmal zerlegen. Dann würde ich die Anglerkiste nochmal zerlegen. Zumindest hoffe ich, dass ich dann die Materialien auch wieder rausbekomme. Schauen wir doch mal. Kann ich die überhaupt zerlegen? Konstruktion kann ich verbessern, aber zerlegen kann ich es nicht, ne? Okay, ich kann nur zerlegen, was ich schon gemacht habe. Kann ich, Bleche kann ich aber nicht herstellen, ne?
glaube ich, Glühbirne, Metallrohr, Matrix, Trafo. Leere Flasche. Das sind jetzt alle Rezepte, die wir haben. Aber nee. Da gibt's nichts. Da gibt es nichts. Verdammt. Wie mache ich das? Ich muss doch irgendwie Bleche herbekommen. Kann ich da hinten irgendwas machen? Verstärkter haben wir zerlegen. Das da können wir zerlegen. Das war's dann auch schon wieder, ne? Da komme ich nicht nach hinten. Okay, das ist jetzt blöd, ne? Metallsägen, das ist aber auch wahrscheinlich nur Altmetall. Okay. Dann räumen wir mal die Sachen weg. Wir haben hier den Schleim. Wir haben Samen. Samen. Okay, das war's dann auch schon. Ja, nein. Da wollte ich rein. Lassen wir mal die Sachen raustun, die wir jetzt ja gerade nicht brauchen. Digitales Speichermedium. Ich weiß nicht, was ich damit machen muss, aber ich mit Sicherheit, wenn wir das irgendwie für Roboter oder sowas brauchen. Die Glühbirnen. Altmetall lasse ich einstecken. Die Drähte tun wir hier rein. Die Stangen tun wir rein. Und das war's schon. Ach halt, ich wollte noch Spraydosen herstellen. Bevor ich das wieder vergesse und dann ohne dastehe. Oh. Falsch. Das sollte ich vielleicht doch nicht da rein tun, ne? Tun wir vielleicht doch dann irgendwo in die anderen Kisten rein. Zwei Stück sollten reichen. Dann haben wir auf jeden Fall einen Vorrat. Tun wir das hier rein. Das Papier kommt rein. Oh, warte mal. Ich habe hier fünf solche schwarzen Dinge. Vielleicht können wir auch gleich noch was erforschen. Ne, da müssen wir erst die Werkbank auf herrichten. Das können wir ernten, da können wir nichts machen. Wo bekomme ich Eisen her? Oh, habe ich da noch welche hier drin? Habe ich das total übersehen oder wie? Tatsächlich. Ach Mann, und ich renne rum und suche Bleche. Und habe überhaupt nicht gesehen, dass wir das. Naja, gut. Es ist mir eine Ehre, den neuen und einzigen Gastgeber des Handwerkerclubs zu präsentieren. Und jetzt Brennstoff und dann wird der Äther erobert. Der Generator läuft mit Biomasse, dem perfekten Brennstoff. Jetzt muss ich nur noch Kabel vom Generator zur Kryptofarm verlegen. Dann ist es geschafft. Ich habe die Kabel nur dummerweise rausgetan. Halt, haben wir Biomasse, haben wir ein bisschen was einstecken, aber. So, verdrahten. Einmal hier dran, zack. Und dann einmal Biomasse rein. Dann läuft es jetzt halt auf jeden Fall schon mal. Und sehr gut, solange der Biogenerator mit Energie versorgt ist, wird die Kryptofarm funktionieren. Genau, da sammeln sich jetzt so langsam die U-Coins. Suche im Garten auf dem Dach nach Entwürfen. Mini-Roboter so im Gang, baue eine Brücke, energiespendender Kaffee. Tja, der Mini-Roboter, den können wir uns ja auch mal anreißen, aber ich weiß nicht, ob ich den ne, bauen kann ich ihn nicht, ne? Ich kann ihn jetzt halt nur anreißen. Ich stelle den da hinten mal in die Ecke. So, ernten. Da haben wir noch was liegen gehabt. Jetzt sprechen wir mal mit unserem Dingsi hier.
Kannst du mir mit dem Rezept für energiespeidenden Kaffee helfen? Rate mal, was ich gelernt habe. Na schön, zeig mir das Rezept. Nö, definitiv kein Kaffee. Ist in Ordnung. Oh, was haben wir da? Neues Objekt erhalten. Das ist ein Helm. So. Okay. Auch nicht das, was ich jetzt erwartet habe. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Dann schauen wir nochmal, was wir hier noch brauchen. Wasserkocher. Eigentlich können wir jetzt dann nur noch den Wasserkocher kaufen zum Zerlegen. Und dann den Dünger, wenn ich die 5 Fische habe. Das war's eigentlich. Ne? Halt. Das kommt da rein. Blumen, Beeren, Pilze. Blattsalat. Und das war es. Wir könnten noch anreißen 2 zusätzliche Beete, weil da brauchen wir ja nur noch ein Holz dazu. So, einmal Dünger. Und zweimal Dünger, dann haben wir den Dünger auch gleich weg. Dann schnappe ich mir aber die Bohlen da hinten. Hier brauche ich ja kein Blech. So. Boah, ich möchte da unten halt auch hin, ne? Was wollte ich? Da wollte ich. Okay, damit sind die erledigt. Die Ungezieferdosen. Habe ich hier vielleicht noch irgendwie Bleche rumliegen? Also ich meine Bleche, ich habe ja jetzt das Ding gebaut, aber da haben wir tatsächlich noch ein Blech. Dann haben wir jetzt hier drin 2, okay, 3 Stück haben wir, wunderbar. Tja. Dann ist die Frage, was als nächstes die Sachen kümmern. Dann kümmern wir uns jetzt halt einfach mal um die Upgrades. Schauen wir mal, was wir von unseren Werkzeugen eventuell upgraden können. Weil die Münzen müssen sich ja eh noch ein bisschen sammeln. Und zwar Upgrades. Hier brauchen wir Metallkonstruktion. Da brauchen wir die Angelschnur. Hier brauchen wir die Stahlsäge. Wir können auch nicht einmal was upgraden, ne? Was ist mit der Konstruktion? Da brauchen wir diesen Schaumstoff. Okay, können wir euch bauen? Wir haben auf jeden Fall Lösungsmittel und wir können Ölkannen kochen. Und da wir eh was zum Essen brauchen, würde ich sagen, wir packen uns gleich wieder die Sachen hier rein. Halt, nimm das auch mit. Schauen wir mal, was wir machen können. Der nahrhafte Salat. Kann man gleich zweimal machen. Gebackene Pilze. Ah, da braucht man 2 Fisch. Da braucht man 2 Salat. Und Ölkannen. 3 Stück brauchen wir, da habe ich gesagt, ne? Wunderbar. Dann haben wir schon mal die 3 Ölkannen auch. Und jetzt brauchen wir noch 1 von diesen Lösungsmitteln. Da bin ich mal gespannt. Vielleicht kann ich mir hier auch Metall pressen. Ne? Das kann natürlich sein. So, Aktionsmenü. Ja, Blech können wir machen. Okay. Okay. Das passt. Aber wie viel Eisen kostet uns das? 4 Stück. 4 Eisen kostet uns das. Das können wir verarbeiten zu Bio-Ding. Und das können wir dann auch verbessern. Brauchen wir allerdings Batterien dazu. Okay, also können wir das jetzt erst einmal vergessen. Auf jeden Fall wissen wir jetzt halt, wie wir Bleche herbekommen. Dann würde ich sagen, schmeiße ich mal die Sachen, die ich jetzt nicht essen kann, gleich wieder hier rein. Die Blume, die Biomasse, die essen wir jetzt dann. Ich weiß nicht, ob das wirklich so viel bringt, den Salat herzustellen. Also ich meine, das bringt schon viele Punkte, aber vielleicht bringen die Einzelteile sogar mehr.
Gut, einmal bitte zerlegen. Es ist zwar immer das Gleiche, aber ich hoffe mal, dass da noch andere Gegenstände dazukommen, die man dann zerlegt. Also bis jetzt haben wir nur den Wasserkocher und wir haben die Mikrowelle. Alles nehmen. So, halt, warte mal, was können wir denn noch bauen? Elektrizität, Strommast, Kryptofarm, Biogenerator, Strommast 3. Also drei Kontakte. Für die Herstellung die Werkbank und die mechanische Presse, der Mini-Roboter. Hier haben wir die Speicher, Anbau. Hier den Sprinkler könnten wir vielleicht anreißen. Nur mal anreißen, ne? Den stellen wir einfach hier mit her. Flasche können wir schon reinschmeißen. Kupfer können wir reinschmeißen. Dann brauchen wir eigentlich nur noch die Rohre und das eine Plexiglas hier. So, raus damit, raus damit. Das kommt dann in die Kiste. Hier mit rein. Da tue ich jetzt auch das Papier mit rein. Und wir tun den ätzenden Schleim hier mit rein. Dann haben wir auf jeden Fall ein bisschen was in Reserve hier. So, die Farm läuft. Dann gucke ich jetzt nochmal, was ich hier eventuell brauche. So, und was war das, was du gesagt hast? Das war der Bohrer, war das. Okay. Ja, flieg mal. Der hat ja eh keine Energie mehr. Ich glaube nur noch eine, ne? Ja, eine Energie hat er noch. Aber flieg mal nochmal dahin. Ich will mal sehen, wie viel ich jetzt da brauche. Das habe ich mir nämlich nicht gemerkt. Für die Bohrer brauchen wir 140. 140 davon. Boah, 200 eine Batterie, ne? 140, also 390. 400, sage ich jetzt mal, brauchen wir insgesamt. Ist in Ordnung. Wollte mich nur nochmal vergewissern. Dann lassen wir nämlich jetzt halt einfach mal die Kryptofarm eine Zeit lang laufen. Währenddessen werde ich versuchen, noch ein wenig Grünzeug zu sammeln. Oh, das schaut auch interessant aus da drüben, ne? Der ganze Müll. So, nehmen wir mal eins mit. Da muss ich auf jeden Fall nochmal einen Holzaufsteller hermachen. So, schauen wir mal, wie viel schon drin sind. 90. Nein, Quatsch, 120, das war die Energie, ne? Ach so, Krypto hier, 818. Also, es ist im Grunde noch gar nichts, was wir jetzt da haben. Was ist es denn mit Verbessern? Da bräuchte ich 3 Batterien und 8 Trafos. Okay, das ist in Ordnung. Ja, einfach wird's nicht. Einfach wird's auf keinen Fall. Tja, dann wäre das im Grunde als nächstes dann noch mit dran. Und ich würde sagen, wenn jetzt keine Würmis kommen hier, dann könnte ich zum einen schlafen und zum anderen könnten wir dann beim nächsten Mal wieder zum Angeln runtergehen. Dass wir uns da noch ein bisschen mit Verpflegung bevorraten. Hauptsache irgendwas da, was wir essen können. Okay. Leute, alles klar. Das soll es dann für heute auch gewesen sein. Ich hoffe sehr, dass euch der Part gefallen hat. Lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir Kommentare da. Und ich wünsche euch ansonsten noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.